Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht gesagt, diene deinem Herrn, bis der Ramadan endet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, diene deinem Herrn bis zum Augenblick deines Todes. Bis zum Augenblick deines Todes! Nicht bis zum Ende des Fastenmonats, nicht bis zum Tag von Eid, nicht wenn du gerade glücklich bist. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt Muhammad sallallahu alaihi wasallam und befiehlt auch dir, du sollst ihm bis zu deinem Tode dienen. Denn dein Leben ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeden Tag, den du lebst, lebst du für Allah. Und jede Minute, die du lebst, lebst du für Allah. Und jeden Augenblick, den du lebst, lebst du für Allah. Du lebst für Allah, bis du ihn triffst. Also diene Allah, bis du stirbst. Nicht bis zum Ende von Ramadan. Diese Aya gibt es nicht. Die Diener im Ramadan, sie denken, dass Allah nur während des Ramadan existiert. Der allmächtige Herr, er subhanahu wa ta'ala, ist der Herr des Fastenmonats und der Herr jedes anderen Monats. Es war nichts als ein Training für sie, um die Prüfung zu bestehen, mit der Allah sie nach dem Ramadan testen wird. Und wie zuvor gesagt, wie erbärmlich sind jene, die nicht wissen, dass Allah weiß, wie bösartig sie außerhalb von Ramadan sind. Das sind die Diener von Ramadan. Was wir begreifen müssen ist, dass eines der Zeichen, dass unser Fasten angenommen wurde, ist die Tatsache, dass dem Ramadan gute Taten folgen. Denn würden ihm schlechte Taten folgen, würdest du dieses schöne Kleid des Gottesdienstes ablegen, ohne davon profitiert zu haben. Alles wäre umsonst. Denn eines der Zeichen, dass der Ramadan angenommen wurde, ist, dass du dieses Kleid anbehältst. Die frühen Muslime haben über 6 Monate Dua gemacht, dass sie den Ramadan erleben. Und 6 Monate danach, dass Allah ihren Ramadan annimmt. Du hast dich im Ramadan angestrengt. Aber nicht nur im Ramadan sind wir Muslime. Im Ramadan und nach Ramadan. Als Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, gefragt wurde, wann rastest du, sagte er, wenn du den ersten Fuß ins Paradies setzt, dann kannst du rasten. Eines der Zeichen, dass dein Ramadan angenommen wurde, ist, dass sich unser Leben verändert. Und sei es nur, dass es sich ein bisschen wandelt. Wenn mein Leben nach dem Ramadan besser wird, war mein Ramadan korrekt. Doch wenn ich nach dem Ramadan in meine alten Muster zurückfalle, habe ich meinen Ramadan vergeudet. Es gibt jene, die sich dazu entschließen, ihr Leben so fortzusetzen, wie sie es während des Ramadan gelebt haben. Und es gibt jene, die Allah subhanahu wa ta'ala den Rücken kehren, nachdem sie von Allah gerettet wurden. Trotzdem schlagen sie einen anderen Weg ein. Oder sie begeben sich wieder auf den Weg, auf dem sie vor dem Ramadan geirrt sind. Liebe Geschwister, nachdem ihr von dieser Liebe Allahs gekostet habt und seiner Gnade, seiner Rahma und der Vergebung Allahs, wie könnt ihr es wagen, all dem den Rücken zu kehren? Im Ramadan geht es nicht darum, was wir während des Ramadan tun. Es geht darum, wer wir nach dem Ramadan werden. Der Fastenmonat ist nun zu Ende, so seht euch selbst an. Zerstört nicht diesen Berg an guten Taten, den ihr angesammelt habt. Lasst nicht zu, dass er sich auflöst. Wollt ihr wirklich diese Anstrengungen einfach wegwerfen? Was denkt ihr über jemanden, der hart arbeitet und 1 Million anspart und dann einen Geldschein nach dem anderen einfach verbrennt? Was denkt ihr über einen Ingenieur, der einen Wolkenkratzer errichtet und dann Ziegel für Ziegel wieder abreißt? Was denkt ihr über so jemanden? Wenn jemand seine ganzen Ersparnisse einfach in den Müll wirft, das ist ein Beispiel über uns, das Allah in Surah Nahl anführt. Und seid nicht wie jene, die ihre Strickarbeiten auflöste, nachdem sie diese angefertigt hat. Was bedeutet dieser Vers? Er bezieht sich auf eine verrückte Frau, die in Mekka lebte. Sie hat gestrickt und gesponnen. Und sobald sie einen Teil fertig gestickt hatte, löste sie die Fäden wieder auf. Sie hat schöne Kleider gestrickt. Jeder war begeistert von ihren Werken. Doch sobald sie fertig war, löste sie die Fäden wieder auf. Mit diesem Beispiel zeigt uns Allah auf, zerstöre deine Taten nicht. Du hast dich den ganzen Monat lang hart angestrengt. Du hast dein Verlangen unterdrückt. Um Allahs Willen hast du verzichtet. Du hast nun ein enormes Guthaben. Zerstöre es nicht. Sei nicht wie diese verrückte Frau aus Mekka. Sei nicht wie der verrückte Ingenieur, der seinen schönen Wolkenkratzer Stein um Stein zerlegt. Sei nicht wie der Millionär, der einen Schein nach dem anderen verbrennt. Warum hörst du auf zu beten, nachdem du im Ramadan gebetet hast? Warum hörst du nach Ramadan damit auf? Warum? Welchen Schaden hat das Gebet für dich? Abgesehen vom Lohn, vom Segen und der Glückseligkeit und der Gewissheit und Zufriedenheit, die Allah in dein Herz legt. Warum hörst du damit auf? Warum hörst du auf, die Moschee zu besuchen?
obwohl du jedes Mal, als du die Moschee besucht hast, Glück empfunden hast, Zufriedenheit verspürt hast, deinen inneren Frieden. Es war friedlicher als im eigenen Haus, im eigenen Zimmer. Woran liegt es, dass du jetzt damit aufhören möchtest? Du hattest wunderschöne Momente beim Lesen des Koran. Jedes Mal. Jedes Mal, als du im Ramadan den Koran geschlossen hast, hast du dich auf das nächste Mal gefreut, den Koran wieder in die Hand zu nehmen. Du warst so verbunden mit dem Buch Allahs. Warum hattest du es dann seit Ramadan nicht mehr in Händen? Bis zum nächsten Ramadan wirst du es nicht mehr öffnen. Warum? Es ist das Buch Allahs. Es ist das Buch Allahs subhanahu wa ta'ala. All diese Aufopferung und Mühe, mit der du Allah im Ramadan gedient hast, bis du Allah so nahe gekommen bist, dass Allah dich zu seinen Auserwählten machen möchte. Und nun stehst du an den Pforten von Jannah, weit weg vom Höllenfeuer. Und es ist jener Augenblick, in dem du einen einzigen Schritt brauchst. Mit nur einem Schritt wärst du im Paradies. Da drehst du dich einfach um und sagst, weißt du was, ich warte einfach bis zum nächsten Ramadan. Wieso? Wieso begibst du dich in diese Lage? Du hast 30 Tage mitgemacht. 30 schöne Tage in Allahs Nähe. Du hast es geschafft, dich vom Haram fernzuhalten und den Haram aus deinem Leben zu verbannen, bis du Allah so nahe gekommen bist. Und dann drehst du dich einfach um. Ich warte lieber bis zum nächsten Ramadan. Klingt doch blöd, oder? Als Umar radiallahu anhu es las, sagte er, Istaqimu, bleib standhaft auf dem Weg Allahs. Winde dich nicht wie eine Schlange. Mal links, mal rechts. Heute mit Iman, morgen ohne. Im Ramadan, außerdem wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und außerhalb des Ramadan, wie die Feinde des Propheten. Im Ramadan betend, nach dem Ramadan nicht. Im Ramadan mit Hijab, danach ohne. Das hat Umar damit gemeint. Jene, die nur im Ramadan gute Taten verrichten, während die Shayatin in Ketten sind, könnten als Ramadanis bezeichnet werden. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, was sagte Abu Bakr zu den Leuten? Ala man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. O ihr Menschen, wer auch immer Muhammad angebetet hat, so soll er wissen, dass Muhammad tot ist. Aber wer Allah angebetet hat, der soll wissen, dass Allah lebt und nicht stirbt. Ja, es stimmt. Der Ramadan ist bedeutsam. Aber wir bleiben nicht stehen beim Ramadan. Es gibt Diener, sie dienen Allah das ganze Jahr. Und dann gibt es Ramadanis. Am Tag, als wir Eid sehen, den Mond von Eid sehen, kehren wir zurück zu dem, wie wir vor Ramadan waren. Was soll das bringen, meine lieben Geschwister? Geben wir Allah ein Versprechen, dass wir ihn subhanahu wa ta'ala nicht enttäuschen werden. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, einer von jenen zu sein, die standhaft in ihrem Leben sind. Und ich bitte Allah, der die Herzen ändert, dass er unsere Herzen in seine Richtung lenkt. Und ich bitte Allah azza wa jal, dass wir von jenen werden, die ihm ständig gehorsam sind. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir von jenen werden, die ihn niemals vergessen. Und dass wir von jenen werden, die unter seinem Schutz stehen, im Diesseits und im Jenseits.